Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trackmania mit den Frühlingsstrecken 2021. Nummer 10 ist an der Reihe. Es ist eine schöne 36er Zeit, die Weltrekordzeit. Deswegen erstmal die Goldmedaille fahren. Goldmedaillenzeit ist, glaube ich, aktiv. Sollte zumindest, yes. Dann fährt mich hier rauf, hier den Schwung mitnehmen. Darf man natürlich nicht verlieren, so wie ich jetzt gerade eben. Dann hier nach links, okay. Dann hier den Berg hoch, okay, verstanden. Und da ist das Ziel. Okay, weiter geht's. Da muss man komplett runterbremsen. Ansonsten schafft man die Kurve nicht. Immerhin Gold. Immerhin schon mal Gold. Jetzt kommt die Autorenmedaille dran. Wo lasse ich hier Zeit liegen? Am Anfang? Vielleicht. Vor allem aber denke ich, dass ich die Zeit liegen lasse im letzten Part. Den habe ich noch nicht gut erwischt. Hier kann man auch so viel Speed wahrscheinlich gewinnen, wenn man wieder den Bremstrick anwendet oder sowas, aber das möchte ich jetzt erstmal nicht versuchen. Erstmal normal die Autorenmedaille fahren und dann die Zeiten sich anschauen. Autor-Medaille. Easy. Also, 7 Minuten Autor-Medaille. Verbessern. Wir wollen auf jeden Fall mal schauen. Das sind 3 Sekunden. 3 Sekunden würde ich nicht behaupten, bin ich auf der Strecke langsamer. Muss irgendwo eine Abkürzung geben. Oder, aber ich bin echt zu kacke. Nehmen mal die Weltrekordszeiten. Und zum Vergleich einfach mal eine wahrscheinlich noch schlagbare Zeit, aber schon stark. Ich versuche mal dran zu bleiben. Dürften noch in mir sein, die Kollegen. Da jiete ich erstmal über den Checkpoint drüber. Okay, die haben da schon abgebremst. Ah,
Alles klar. Hab's verstanden. Ich glaube, die Kurve geht voll, wenn man den richtigen Einlenkpunkt findet. Probiere jetzt erstmal die ersten Streckenpart hier zu üben. Ja. War nicht schlecht. Ich war auf jeden Fall dran an den drei Kollegen. Nicht zu früh einlenken. Das ist so ein Reflex, dass man so instant einlenken will. Na locker nochmal 50 Sekunden da hinten dran. Neun Zehntel. Immerhin. Ich nehme mal den vor mir noch mit rein. Aha, das ärgert mich mit dem Reaktorbooster so. Okay, da hat die Kamera keinen Bock gehabt. Ganz knapp. Also, Sekunde easy drin mit dem Reaktorboost. Das ist alles nur der Jump vom Reaktorboost. Mehr ist es nicht. Und vielleicht noch die Linie dann danach. Die fehlt. Schnell unterwegs. Ich habe den nicht davor gleich gewesen wäre, hätte ich jetzt eine bessere Zeit noch fahren können. Habe nämlich instant beim Releasen B gedrückt, B gedrückt, sage ich, die Bremse gedrückt, um den Boost zu bekommen. Das ist eine harte Strecke, sage ich euch. Weil dieser Reaktorboost-Trick, den man in Strecke 2 gebraucht hat oder 3, den jetzt wieder anzuwenden, perfekt. Und zwar theoretisch doppelt, denn man hat 2. Ja, ich verstehe. Ah, das gefällt mir gar nicht. Das ist halt wirklich dieser Reaktorboost nur. Und die Strecke danach kann ich nicht üben, weil solange ich den Reaktorboost nicht habe, bringt mir das alles nichts. Zwei Zehntel ist okay. Immer ein bisschen was abknabbern.
Aber noch weit weg von den Zeiten, wo ich sein will. Es ist halt so random, finde ich, es wirklich so hinzubekommen. Also, selbst wenn man weiß, wie es theoretisch funktioniert, sind es so viele Tries, die ins Land gehen, einfach nur damit man es hinbekommt. Ich bin vorbeigekommen, aber hier die Kurve nicht erwischt. Ich werde dann außen wieder dran geknallt. Das muss doch jetzt noch klappen. Ganz mies auch jetzt hier. Doppel 45 Grad halt, ne? Damit würde ich erstmal gehen, aber das genau die 45 Grad zu treffen, ist nicht so einfach. Komma 5/5, okay. Kann ich mitarbeiten. Muss also irgendwie schauen, dass ich in der Kurve weit nach links springe. In der ersten. Mit dem Reaktorboost. Um dann in der zweiten nicht zu weit nach rechts zu kommen. So weit, so klar. Keine 4/10, aber immerhin 1/10. Ist schon mal ein bisschen was. Wie ich da perfekt reinjumpe und dann bietet es mich einfach durch die Fliehkraft komplett nach außen. Siebenunddreißig, 8/5/4. Ich glaub's nicht. Und da war einiges noch rauszuholen an Zeit. Hier noch ein bisschen was rausholen. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ich muss mir den Sprung mal genauer anschauen. Alles klar, ich glaube, ich weiß noch mal, wie ich easy meine Zeit verbessern kann. Also, wenn ich dann die Runde noch hinbekomme. Das kriegen wir hin, Leute. Leute, das kriegen wir hin. Yes. Stark nach links einwobbeln, dann nach rechts halten, dann nach links. So quasi, als würde man im Flug wobbeln, beziehungsweise halt in eine Richtung lenken. Jo, das probiere ich.
ein bisschen verbessert, aber da war mehr drin, wie ihr gesehen habt. Da war mehr drin, wie ihr gesehen habt. Da war mehr drin, Leute. Yes. Noch einmal. Ich hab's raus. Ich hab den Reaktor-Boost-Trick zumindest für einen mittelmäßigen 37er Zeit raus. Oh yeah. Oh, da geht noch einiges. Da geht noch einiges, Leute. Muss nur schauen, dass ich es halt nicht übertreibe. Aber da geht noch einiges. Da geht noch einiges. Ich glaube, da geht noch einiges. Habe ich das schon gesagt? Weiß es nicht. Aber das, also mit der Technik jetzt hat, sehe ich mich eventuell sogar bei Top 3. Weil wird aber schwer. Nein, nicht schalten, böses Auto. Ich habe. Ich kann es schwer erklären. Ihr müsst das Auto ein bisschen mehr wie, also. Bisschen mehr wie 45 Grad einlenken und dann gegenlenken. Durch das Gegenlenken bekommt ihr einen massiven Schub, aber nur wenn der Winkel wirklich passt, den ihr einschlagt. Und dann natürlich noch die Kurve treffen und dann guten Tag. Das kann man vielleicht noch ein bisschen verschärfen, wenn man bremst oder irgendwas anderes probiert. Mir wird es aber erstmal reichen, wenn ich das so noch hinbekomme. Seht ihr, wie viel Speed ich habe? Okay, der zählt nicht. Weil ich. Oh Gott, doch, vielleicht. Wenn ich jetzt noch einen Versuch habe mit dem Sprung, dann war es das. Letzter Versuch. Es ist schon nochmal eine andere Hausnummer, da nochmal Vollgas zu geben. Einmal will ich es noch probieren, wenn es jetzt nichts wird, dann ist es das. Dafür der andere nicht gezählt, wo ich beim Gras hängen geblieben bin. Ich will einmal noch bis zum Reaktorboost kommen. Das war's, Leute. Schade, schade. Keine Verbesserung mehr. Aber ich würde sagen, das ist okay. Top 5 in der Region. Zwei Zettel sind noch drin. Ich sag mal so, Platz 2 machbar, aber extrem schwer. Wäre nochmal mindestens eine Stunde, 2 Stunden. Ansonsten wieder typisch Platz 700 der Welt. Also ich bin immer ungefähr im selben Rang. Dass ich jetzt 20.000er bin, nehme ich an, liegt daran, dass ich einfach ja noch nicht alle Strecken gefahren bin und die schon. Würde ich aber hoffentlich auch am Ende dann sehen. Europa, genau das gleiche. Deutschland, Bayern, Nürnberg. Gut, wenn es euch gefallen hat, Leute, schaut beim nächsten Mal wieder mit rein. Haut rein!